Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten ACS That's My Gear Outdoor. Folgendes. Wer das letzte Loadout-Video noch nicht gesehen hat, CQB-Loadout, wo ich mit Flo hier stand, sollte das jetzt mal machen, haben wir da eine Infokarte, ne? Jo. Passt. So, weil ich gehe auf ein paar Punkte nicht so krass ein wie letztes Mal. Fertig. Wir fangen an. Schutzbrille. Sollte jeder tragen. Ja, ich habe hier eine Bolle und ich nehme immer wieder Bolle, weil günstig, gut und ja, ich mache halt gerne mal so Kratzer rein. Ich passe nicht so gut auf meine Schutzbrillen. Die liegen auch so einfach mal im Koffer ohne Hülle, obwohl ich 30 Hüllen habe. Egal, deswegen keine super teure, reicht hin so ein. Dann trage ich keinen Mundschutz. Meistens sollte man hier einen Mundschutz sehen, wenn man irgendwie spielt. Ich trage in der Regel keinen, aber ich habe immer wieder so Phasen, wo ich dann doch ein bisschen Angst kriege und dann setze ich mir doch einen Mundschutz auf. Dann nehme ich dann so einen ganz normalen hier. Den wollte ich mir jetzt auch nochmal einen Tan holen, damit der auch zum restlichen Loadout passt von der Farbe her. Und ich mag die mit dem Flausch an der Seite wegen Gewehr anlegen. Das gefällt mir einfach besser. Allerdings schwitzt man da drunter ganz schön. Ist ein bisschen nervig, aber ich mag die Dinger eh nicht so, deswegen trage ich die eh nicht so oft. Und dann komme ich da auch mal mit zurecht, wenn man da ein bisschen drunter schwitzt. Und das habe ich halt in der Regel zum Beispiel, wenn ich auf einem großen Spielfeld bin, hier so mit drin. Ne? Zu der Tasche kommen wir später noch. Die ist nämlich wichtig. Ich habe jetzt hier gerade ein kurzärmeliges Combat-Shirt von Invader Gear an in Woodland. Ich habe halt alles Mögliche für draußen. Ich habe ein langes und ein kurzes Woodland Combat-Shirt. Ich habe noch Ranger Green und noch mein Flanellhemd Combat-Shirt-Ding und so. Und ich wechsle das halt immer wieder. Ne? Die Weste bleibt immer gleich. Aber die Klamotten dazu ändern sich stetig. In letzter Zeit stehe ich so ein bisschen auf Woodland. Deswegen habe ich das jetzt gerade an. So. Und das Langärmelige ist in der Wäsche, also genauso wie meine Handschuhe. Normalerweise Mechanics-Tannfarben, da gibt es so ganz dünne. Die werden wir mal in der Videobeschreibung verlinken. Die sind ziemlich cool für den Sommer. Dann habe ich noch so Bow Manufacturer oder sowas steht da drauf. Tannenschwarz sind die so, die sehen auch ziemlich geil aus. Oh, ich habe gespuckt. Darunter trage ich aktuell jetzt hier bei dem Loadout eine olivfarbene Ranger Green Predator Hose. Ranger Green. Und eine olivfarbene Invader Gear Predator Hose. Wie gesagt, auch da wechseln immer zwischen Ranger Green und Oliv. Und sonst habe ich tatsächlich noch keine andere Farbe. Und für draußen würde ich mir jetzt nochmal die hier, die neueste Version davon, die hat dann hier so Rippeln. Das ist so ein anderer Stretch. Die würde ich mir dann nochmal in Woodland holen. Da habe ich Bock drauf. Als Schuhe habe ich jetzt gerade hier Lova. Wie heißen die weiter? Keine Ahnung. Verlinken wir auch. Allerdings so die Halbhohn. Normalerweise würde ich die bis über den Knöchel nehmen, aber ich habe mir die eigentlich für privat geholt und habe gemerkt, dass ich die dann doch schon recht gerne auch mal zum Spielen trage, weil die wirklich einen super Tragekomfort haben und deswegen werde ich mir die auch nochmal einen Halbhoch holen über den Knöchel, damit man halt nicht so leicht umknickt. Plattenträger ist ein Invader Gear. Wir hatten es vorhin erst. Wie heißt die Scheiße? Reaper. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Reaper. Auch in der Videobeschreibung. Den haben wir uns halt vor allem ausgesucht, also Flo hat den gleichen, deswegen sage ich manchmal uns, weil er halt hier diese Schnellverschlüsse hat, ja, zum Öffnen. Sieht cool aus, kommt man cool raus, ist komfortabel an- und auszuziehen, passt. Hast hier ein bisschen Patchfläche, hast Lasercut, ich stehe auf Lasercut. Sieht cool aus. Hier sind Fastmakes dran, auch in Tan, die wir mal irgendwann bei Taiwan gekauft haben. Hersteller, auch da weiß ich nicht. Wenn wir die nochmal finden sollten, dann packen wir die auch in die Videobeschreibung. Geht einfach darum, dass wir schnell nachladen können. Die halten alle Magazine hier drin, das ist perfekt. Oftmals gehe ich dann sogar nur mit einem leeren los und einem Magazin im Gewehr. Ja? So, dass ich dann schnell wechseln kann zum nächsten. Warum nicht? So rum. Wenn irgendwie mal Not am Mann ist, habe ich oftmals noch einen Speedloader. Hier mit dran. Das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Tasche. Finde ich sehr schade, dass es die nicht von dem Vader Gear gibt, in demselben Farbton wie der Plattenträger ist. Aber der hat eine wichtige Funktion und zwar nennen wir das immer Bauchspeck-Weg-Tasche. Ja? Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr so ein bisschen Bauchspeck habt, kauft euch so eine Tasche, die packt ihr hier dran. Da darf nicht zu viel Scheiß drin sein, weil sonst könnt ihr beim Bücken, kann sich das dann nicht mehr so stauchen. Ne? Das ist wichtig, das muss ich stauchen können. Aber viel wichtiger ist, so frontal kann man euren Bauch nicht mehr so gut sehen.
Ja! Genial! Genial! Bauchspeck-Wegtasche. Und dafür hat die auch noch Platz. Da kann man dann hier, ne, die Maske reinmachen. Oder Brillenputztücher. Habe ich immer Mann. Perfekt. Speedloader. Ne? Ah ja, da ist er ja schon. Da ist der Speedloader. Ne, raschelt auch wirklich kaum hier in der Tasche. Also oft, ne, wirklich jetzt. Also okay. Habe ich nicht so oft gehört, das Rascheln. Und das hat mir mal irgendwie auf dem Spielfeld geschnitzt. Ich habe keine Ahnung, wer das war, wofür ich das brauche, aber ich habe es irgendwie seitdem in der Tasche. Keine Ahnung. Und was ich da auch gerne noch reinmache, ist die Granate. Auch wenn die ein bisschen schwer ist in der Tasche. Aber da sehe ich dann zu, dass nicht so viele andere Gegenstände da drin sind. Aber die, weiß nicht, ich mag die halt nicht so irgendwie an so einem Gürtelhalter oder sowas. Da fallen die mir zu oft ab. Was mir noch wichtig war bei diesem Plattenträger, ist die Funktion der Wechselplatte. Lange Zeit gab es keine Möglichkeit, Wechselplatten irgendwie zu kriegen. Jetzt gibt es sie einzeln zu kaufen von Invader Gear. Sehr, sehr geile Aktion. Und zwar kann man jetzt hier einfach die beiden Schnallen lösen. Hier einmal den Klett auf, das Ding ab. Hier hängt jetzt noch mit so einem Tüdelding mein Schlauch mit dran. Und dann das Ding weglegen und das Ding hier drauf machen. Und schon kannst du, also die schneiden natürlich noch rein, ne? Und schon hast du Magazintaschen für MPs oder so. Ja? Easy. Ist wirklich geil. Ein Plattenträger, Wechseltasche drauf, fertig. Und darüber habe ich so eine kleine Deathrack-Tasche. Ziehe ich jetzt nicht raus. Ist ein bisschen blöd, den ganzen Scheiß wieder reinzustopfen. Kann ich hier von da aus perfekt rausziehen und mir auf den Kopf machen oder hier in die Brille hängen oder so. Das passt von der Länge her genau richtig, deswegen habe ich es genau hier hin gemacht. Wichtig, über dem letzten Magazin, ich ziehe meine Magazine von links nach rechts. Wenn ich die Tasche hier hin mache, ist sie mir zu sehr im Weg für mein erstes Magazin, was ich ja meistens dann schon nochmal anbreche, oder mein zweites. Ne? Dann ist sie im Weg vom Ziehen her, deswegen ganz rechts hin. Die Funke, ich habe keine spezielle Tasche dafür, weil gibt es eigentlich keinen Grund für. Keine Ahnung, ich hatte mal eine, aber die hat dann irgendwie ab und zu mal hier auf den Knopf gedrückt. Und hat dann auf einmal angefangen zu funken und so. Und das ging mir alles auf den Sack. Deswegen mache ich die einfach mit dem Gürtelclip hier in das in den Lasercut Molle Scheiß hier rein. Und lege das Kabel hier irgendwie hoch. So, hier irgendwie durch. Hier oben dran ist dann mein Knopf zum Funken. Da ist auch das Mikrofon drin. Dann habe ich hier mit so einem Spiralkabel meinen kleinen Knopf im Ohr. Reicht hin. Man muss dazu sagen, die Dinger musst du ab und zu mal neu kaufen. Hier muss ich jetzt auch neu kaufen, weil der Knopf spinnt irgendwie wieder rum. Ich muss jetzt aktuell so funken. Also ich muss hier drücken, aber das Mikrofon geht noch. Ja, mein Gott, drauf geschissen. Ansonsten HPA-Schlauch. Normalerweise, habt ihr das gesehen, einmal hier mit einer Führung noch. Somit ist diese Länge hier eigentlich immer genau richtig. Also das ist jetzt ein Standardschlauch, den ich neu bezogen habe. Normalerweise habe ich Schläuche, die nochmal 10 cm länger sind. Dann habe ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Das ist nochmal ganz cool. Und ja, der geht dann einmal über die Schulter an meinen Rücken. Keine Ahnung, was für ein Hersteller. Ich glaube A-Fields. Ist auch nicht unbedingt mein Favorit, weil die Flasche da drin immer schön viel hin und her wackelt, die Tasche an sich sitzt nicht besonders fest hier drauf und ist eigentlich zu groß für das, was ich will und keine Ahnung, gefällt mir eigentlich nicht so. Der Schlauch, der macht hier oben direkt einen Knick. Ich habe, weil die Tasche zu klein ist, mir auch schon den Anschluss von meinem Regulator verbogen. Ne? Siehst du das hier, wie schief der ist? Ja. Ne? Da ist so ein bisschen undicht jetzt, deswegen muss ich jetzt auch noch mal ran demnächst. Ja, ist irgendwie alles kacke. Ich brauche wirklich, habe ich im letzten Video schon gesagt, unbedingt eine neue eine vernünftige Tasche dafür. Taschenhersteller, haltet euch ran. Ich will es jetzt demnächst noch mal probieren mit Sling, aber in der Regel nervt mich der mehr, als dass er mir was nützt. Wenn ich nicht mit meinem Gewehr vorgehe, sondern mit der Backup oder wenn ich meine Granate ziehe oder sowas, stelle ich mein Gewehr zur Seite. Oder halt mein Gewehr in einem anderen Arm fest oder sowas, klemmt es mir unter den Arm oder so. Ein Sling hat mich sonst immer mehr behindert, als dass er mir geholfen hat. Backup. Ich spiele fast nie mit Backup. Wenn ich mit Backup spiele, habe ich mir diese Fastmax und auch so ein schönes Schnellziehholster von Aumax geholt. Das klemme ich mir dann immer hier in Gürtel, Hosenbund. Kannst du hier auch ohne Gürtel hier einmal reinklemmen. Geht alles. Dann bist du schnell an deiner Waffe, du bist schnell an deinem Magazin, kannst dann halt CQB vorgehen, wenn es notwendig ist. Also bisher meistens, wie gesagt, spiele ich ohne Backup. Wenn es wirklich vonnöten ist, dann packe ich die mir nochmal ein auf diese Art und Weise. Aber ich habe kein extra Battle Belt oder so, das ist mir alles immer viel zu viel. Ich mag es leicht und minimalistisch. Hä?
Ich sage, ich mag es leicht und niemand lässt du. Ja, du hast es auch ein bisschen anders. Also du spielst ohne Granaten, du ziehst deinen Mundschutz immer auf, du musst nicht irgendwie noch extra was mitnehmen und du machst dir den Scheiß einfach an deinen Gürtel und fertig. Du spielst kein HPA, brauchst dafür keinen Rucksack und so. Du hast keinen dicken Bauch, den du verstecken musst. Du hast nee, passt schon. Also ein That's Hannes Loadout kommt auch noch. Oder That's Hannes Gear. Das wird aber ziemlich kurz. Ja, aber ich meine... Nein, gar nicht. Das optionale Loadout für draußen, das ist ganz schön umfangreich. Mhm. Für Winter, wenn es kalt ist, dann ist das schon ganz kuschelig. Genau. Hannes ist nämlich sowas immer viel zu warm hier. Der hat einmal Plattenträger gespielt. Nee, eine Runde. Nee, auf gar keinen Fall. In die Ecke geworfen, gleich was anderes angezogen. Während des Spiels noch, ne? Ja. Während der Runde noch. So, im ersten Moment sehe ich mir Plattenträger und dann auf einmal kommt aus dem Spawn wieder sein Gürtel an. Gar keinen Bock drauf. Gut, fertig. Und tschüss.